Recht herzlich willkommen zur 222. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal hatten wir eine Doppelmission gefunden. Das war einmal hier die Minmus V6, ne, die jetzt da fliegt, die wir zuletzt anvisiert hatten, dass die nach Minmus kommt, um zwei zu retten. Und boah, wie das so ist, ne, fliegen wir da nicht nur einmal hin, sondern wohl schon das zweite Mal hin. Und zwar hier. Auch sehr interessant, ne? Diese Jungs sind schon da unterwegs, um einen zu retten. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, sag ich mal. Die wären sowieso mit einem unterwegs gewesen, also einen freien Platz unterwegs gewesen, hätten nur einen retten können und so können wir zwei retten. Mit dem nächsten holen wir dann noch die zwei anderen auch noch weg. Jetzt ist natürlich noch gerade zu gucken, ob nicht noch ein dritter da ist. Also sollten wir vielleicht mal die Missionen gerade angucken, macht vielleicht Sinn, ob da noch was bei ist, ne? Ne, available war schon richtig, ne? Haben wir wieder den Bug hier gerade. Machen wir nochmal raus. Und gehen dann da nochmal rein. Und dann ist der Bug auch weg, ne? So, Position Duna on a Wiederkehr in an adjusted orbit of Kerbin. Position Minmus V3 Relay in an adjustable orbit of Minmus. Da weiß ich jetzt gar nicht, wo diese Minmus V3 Relay ist. Position Minmus V3 Relay in an adjusted orbit of Minmus. Da gibt es sogar zwei schon. Da müssen wir landen. Ferries reap tourists safely to their destination. Das wollen wir nicht. Rescue Junkard from orbit of Minmus. Guck mal, da ist unser dritter. Das ist doch schon mal dann richtig gut, oder? Rescue Junkard from orbit of Minmus. Ja, den nehmen wir dann an, ne? Weil wir sind ja schon unterwegs dahin. Dann passt doch alles. Da haben wir nichts verkehrt gemacht, würde ich sagen, ne? So, dann schauen wir mal hier rein und dann können wir mal gucken, wo Junkard da rumfliegt, oder? Und das war jetzt Minmus. Ja. Da können wir gerade mal hingehen und dann sehen wir, dass Junkard wahrscheinlich der in grün ist, ne, oder? Obwohl, ist auch nicht sicher. Ah, Minmus V3 Relay ist dieses. Okay. So, wo finden wir denn das sich darum drehende Objekt? Also einmal ist hier. Minmus 3. Okay. V3 Relay. Ach, warte mal, das sind die zwei Missionen, wo es hin müsste, oder wie sehe ich das? Und es fliegt aber wirklich da lang, ne? So, das bedeutet, wir haben jetzt aber hier auf diesen. Nee. Defortz-Fahrzeug. Ah, da. Alles klar, da ist Junkard. Der fliegt da rum. Okay. Was haben wir hier noch? Minmus V3 Relay. Und das sind die zwei Aufgaben sozusagen, ne? Dafür müssen wir jetzt ins V3 Relay rein. Und erstmal gucken. Geht das so? Nein, geht nicht so. Wie viel Treibstoff da noch drin ist, ob das alles auch machbar wäre, ne? Ja, da ist noch Liquid Fuel ohne Ende dran, ne? Den könnte man natürlich überall hin bewegen dann, ne? Der ist schon krass, oder? Gut, okay, dann würde ich sagen, gehen wir aber da erstmal wieder raus. Tracking Station und müssen aber hier, auch hier sind wir auch noch verkehrt in der Tracking Station, ne? Müssen erstmal die Aufgaben annehmen. Oh, das sieht ja krass aus. Na, jetzt ist weg. Da ist wieder der Bug. Keine Ahnung, wieso der immer kommt. Jetzt ist er weg. Okay.
Okay, das ist klar. Das geht in 3 Tagen weg. Und wir haben 12 Jahre Zeit, oder wie sehe ich das? Duration? Ja, was wollen wir mehr? Da kannst du ja nur definitiv das anklicken und sagen, ja, nehme ich. Einfach aus dem Grunde, weil mehr Geld kannst du oder Punkte kannst du nicht kriegen, ne? Gut. Das hier wollen wir nicht machen, weil wir da ja unterwegs sind irgendwohin. Dann ist das schon mal geklärt. So. Hier raus. Das ist richtig. Da rein. Und jetzt müsste man gucken, was man zuerst macht, ne? Das Relay zum Beispiel erst. Was haben wir hier eigentlich für eine Aufgabe? Keine Ahnung, aber die wollen wir auch gar nicht jetzt machen. Das ist Mund, ne? Ja. Wir brauchen Minmus. Fokus Minmus. So, das ist im Dingencenter. Okay. Hier ist unser Relay. Findet sich derzeit auf der Bahn. Ja. Wie, wir haben 2 da? Okay. Klar, das waren damals 2 Satelliten. Genau so ist es. Ja, ich erinnere mich gerade schwach. Und jetzt müssen die natürlich umgeändert werden. Und jetzt muss man natürlich wissen, welcher soll welcher sein, ne? Oh ja, gute Frage, ne? Aber vielleicht ist das auch ziemlich egal. Ach, jetzt habe ich verlassen geklickt. Naja, ist auch nicht schlimm. Vielleicht gucken wir besser nochmal hier rein gerade. Ich glaube, es ist auch ziemlich egal, welcher wohin kommt. Kann das sein, oder? Können wir hier irgendwas ändern mit umbenennen? Das wäre noch ganz interessant zu wissen. Nee, ne? Minus. Ich glaube, das kann man nicht umbenennen. Oder doch, das kann man umbenennen, indem man das Vessel auswählt, wenn man da dran ist, ne? Kann das sein? Wir müssen das mal aufrufen. Ich glaube, wir müssen draufklicken. Auf dem, nicht das Triebwerk, sondern hier drauf. Und Fahrzeug umbenennen. Machen wir da mal das A raus, ne? Akzeptieren. So. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier hinkommen. Und dann haben wir hier das A stehen. Und da steht auch das A. Also spielt das wohl keine Rolle. Oder bedeutet das jetzt gerade, das weiß ich jetzt natürlich nicht, Weltraumbahnhof, war doof, da braucht man gar nicht hin, Tracking Station wäre richtig gewesen. Ja, ist nicht schlimm, ein Klick mehr. Jetzt müssen wir gucken, ob einer A heißt und der andere hier, es ist so. Also es bedeutet dann tatsächlich, dass der eine 2 Positionen haben muss. Gut. Dann gehen wir da rein. Der A ist ja gefordert, ne? Dann machen wir mit dem das.
Gut, da sind wir. Wir öffnen erstmal das. Be in command of Minmus V3 haben wir. Ensure that the probe has an antenna and can generate a power hammer. Reach the destination orbit around Minmus within reasonable debris. Okay. 10 Sekunden Stabilität ist auch kein Problem. Gut, das bedeutet jetzt, wir müssen den, ach, das ist ja dann der richtige da, den müssen wir einmal da hinsetzen. Ich hätte jetzt gesagt, der muss nur da. Add Manöver. Okay, da sitzt ein bisschen zu weit hinten. Machen wir da hin. Und dann drehen wir den einfach mal ein bisschen so rum. Zack. Und dann okay. Das war ein klein bisschen zu viel. Stopp, dann wird er schon da wieder zu groß. Okay. Ich glaube, das wird dann nichts, ne, oder? Das ist so ein kleines Ei jetzt, ne? Okay, das funktioniert dann halt nicht so gerade. Ich glaube, wir lassen das mal so, wie es jetzt ist gerade. Kriegen wir dann aber, denke ich, mal hin, ne? So, dafür müssen wir jetzt mal gerade das Vessel ausrichten. Und brennen dann da die paar Sekunden da oben. So, haben wir's. Wunderbar. 44 Minuten passiert das. Können natürlich auch hier so, wo ist jetzt der Punkt da, Warp to Next Manöver machen. Macht er das jetzt? Ja, jetzt macht er das. So, ich glaube, jetzt passt das schon. 50 Sekunden, ich weiß jetzt nicht, wir müssen mal gerade einmal reinspringen und gucken, wie das Triebwerk eingerichtet ist oder eingestellt ist. Okay, das ist auf 100%. Wir probieren es erstmal so, glaube. Wie viele Sekunden haben wir noch? 30, okay. Bei 55 dauert das nicht lange. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Ach Gott, ich sehe gerade, das ist ja voll falsch, ey. Dann machen wir schnell das Manöver nochmal her. So muss es besser sein, auf jeden Fall. Dann nochmal schnell dran herumschrauben. Ich glaube, so ist es top sogar. Dann lass uns mal schnell brennen. Das war natürlich gerade die falsche Taste, ne? Jetzt haben wir es ein bisschen verbockt. Okay. Wo sind wir? Da sind wir.
Fliegt, ne, ist er hier gewesen? Ich glaube, da müssen wir das Manöver setzen, ne? Hallo? So, das machen wir weg. Das ist verkehrt. Ah. Das weg. Das hier ein Add-Manöver. Drehen. Das war wieder viel zu viel. So. Und schnell ausrichten. Vielleicht kriegen wir das noch gerade hin. Wie, Ziel schon erreicht? Nein, ne? Oder doch? Aber dafür muss man den Kurs ja 10 Sekunden halten, oder wie war das? Aber irgendwie ist er schon weg. Mach den mal weg. Ach doch, hier, da, schon grün. Wunderbar. Gut, wenn wir schon hier gerade so sind, ne? Dann sind die Abweichungen ja vielleicht gar nicht so groß. So, jetzt den noch gerade eingefangen. Stopp und reicht. Und kurz da rein. Und stopp. So genau nehmen die es dann wohl nicht. Und 60. Okay, da passt noch was nicht. Dann nochmal bitte den weg. Add Manöver. Stopp. Geht so, ne? Schnell ausrichten und fliegen. Und sieht gut aus, oder? 10 Sekunden halten. Mag er doch nicht so genau sein. Ach so, der muss ein bisschen größer werden noch, ne? Ja, das größer wird da unten aber schäbig. Okay.
So ist es schon einigermaßen gut, ne? Stopp, falsche Richtung. Wo sind wir da mit dem Punkt? Ist ja nicht weit weg eigentlich, ne? Vielleicht kriegen wir es so hin. Müssen wir mal gucken. Ah, da ist er schon weg. Dann haben wir den doch erreicht, oder? Ist das so? Ja, jetzt ist er grün geworden. Alles klar, dann haben wir jetzt diese Relay-Geschichte geschafft. Wir brauchten den einen Relay, den haben wir auch umbenannt, dann ist das auch schon mal klar, dass man wer welcher ist. Dadurch haben wir diese zwei Punkte dann erreicht. Wunderbar. Das ist schon mal gut. Wie viel Treibstoff haben wir? Dann haben wir noch einiges. Das heißt, wir können noch ein paar Umsetzungen machen. Und das ist erstmal alles gut. Wunderbar. Gut, dann würde ich für die Folge sagen, reicht's auch. Wir sind sicherlich nicht mit der Rettungsaktion weiter, aber die Zeit lief ja für diese beiden Aktionen dann auch vorwärts. Beziehungsweise sind ja jetzt drei Aktionen. Und dann würde ich sagen, machen wir das aber in der nächsten weiteren Folge, dass wir dann schauen, was wir da machen. Vielleicht gibt's ja dann auch schon wieder neue, Aufgaben. Müssen wir nochmal gucken. Wir können ja gerade reingucken. So ein bisschen Zeit ist ja gerade verstrichen. Komm schon. Tracking Station, Weltraumbahnhof. Wo bist du? Da ist er. Wir gehen dahin. Und tatsächlich gibt's Arrivable Position in der Wiederkehr. Okay, Position in der Quelle. Okay, das haben wir geschafft hier. Activate sind ja dann auch noch einige da, die wir noch machen müssen. Explore Duna ist klar. Build a new orbital station around Minmus. Haben wir nicht. Position is in an adjustable orbit of Kappen. Ja, da sind einige Aufgaben, die wir hier auf jeden Fall noch machen müssen, die da aber auch bald wegkommen, wenn wir das gemacht haben. Gut. Ist jetzt aber auch nichts zum Retten oder zum Umstationieren da. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, wenn ihr noch kein Abo habt, dann macht eins. Es kostet nichts. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Ist auch umsonst. Und die Glocke, die könnt ihr auch anmachen. Die macht dann Bimmel, Bammel, Bumm, wenn ihr das nächste Video von mir sehen wollt, weil es dann hochgeladen worden ist. Finde ich recht cool, wenn ihr alle drei Sachen machen würdet. Vielleicht habt ihr das ja teilweise sogar schon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!